am Bandl, ja, wir haben sie in Amethyst bestellt, das entstresst angeblich. Gell? Und die tut man sich dann unten rein in die Emanzipationsspalte, ja, und versucht das Ei dann mit dem Beckenboden, mit der Muskulatur drin zu halten. Ja? Und da musst du zusammenzwicken, schnell davon. Ja? Also wir haben das zu dritt probiert, wir haben gesagt, das machen wir gemeinsam. Ja. Wir sind dann immer noch gestanden, beim Reden haben wir schon gelungen, wieder näher haben wir. Liebe Freundinnen und Freunde, ich rede so komisch, weil ich Angst habe, ein Ei zu verlieren. Du, es freut mich, dich auf der Bühne wieder stehen zu sehen. Das war ja wirklich eine Dürrezeit, gell? Ein bisschen schon. Insofern umso schöner, auf der Bühne zu stehen, wieder die Vibes mitzukriegen und liebe Leute zu sehen, die man immer wieder trifft. Und ja, das tut sehr gut für die Seele. Wie ist das? Du bist das erste Mal da im Theatercenter, gell? Genau, richtig. Also ich habe noch nie da gespielt, das hat sich irgendwie nicht ergeben und meine Managerin hat jetzt da Vorpremieren hier organisiert, also quasi heute und morgen. Mhm. Und ich war gespannt, was mich erwartet und es ist wirklich ein behagliches Theater mit ganz lieben Menschen, die das mit einem Herzblut betreiben, mhm. Das seinesgleichen sucht. Wirklich schön. Ja, jetzt... Das war ja wirklich fantastisch. Dankeschön. Jetzt eine Frage, wo nimmst du diese ganzen Wuchteln her? Das war ja wirklich eines nach dem anderen. Ja, das ist zuerst einmal ist eine Geschichte oder es sind Situationen, die aneinandergereiht sind, wo rote Fäden dann irgendwie durchgehen oder Brücken gebaut werden und dann wuchtelt man das halt auch nur ein bisschen auf, dann liest man sich das durch und dann fällt einem eigentlich immer dazu auch noch ein bisschen ein Blödsinn ein und dann schaut man bei den Vorpremieren natürlich, wo lachen die Leute, weil das weiß man ja vorher natürlich genau. Nicht. Ob die alles lustig finden, was man selber auch lustig findet und dann schaut man, dass man das möglichst dicht und interessant gestaltet. Also du hast halt viel Erfahrung gesammelt, gell? Ja, die haben sehr schön gelacht und das ist auch immer, also Vorpremieren sind ja auch immer so eine Zitterpartie und ich hatte eine schon in Klosterneuburg, die auch recht lässig gelaufen ist, aber nach der ersten Vorpremiere ist natürlich immer dann das große Schleifen und viel Zeit war ja nicht dazwischen, genau. Das waren ja jetzt... 2 Tage und da ist zwischen erster und zweiter Vorpremiere ist immer Schweiß, Blut und Tränen. Und wenn es dann so aufgeht wie heute, ist das ein Riesenlohn für die Mühen. Da habe ich viel Zeit, ja. Und ich hätte eigentlich gern noch Paarungszeit heute. Ne? Und sage, na bitte nicht, noch 2x15 Minuten. Und er sagt, 2x15 Minuten wirst du genau aushalten, oder? Ich sage, wer hat sich denn den Scheiß einfallen lassen? Und er sagt, das ist UEFA-regulativ, das ist die Bibel, die gilt immer. Und ich sage, aha, immer? Und er, ja, immer. Und dann haben wir noch ein Match 6 gehabt und ich bin 90 Minuten zu Fleiß nicht gekommen. Und dann hat er gesagt, Schatz, ich bin schon so müde. Und ich habe gesagt, aber geht's 2x15 Minuten. Wie viel Programm ist das jetzt? Ach, da müsste ich mal zählen. Ich glaube, das ist irgendwie 6. oder 7. Denken Sie, ich habe Redner zur Schirch, Multitasking, Weiberwellness, Krötenwanderung, Salon Lydia, das Weihnachtsprogramm und das jetzt. 7, ja. 7 in 10 Jahren, ja. Gar nicht so wenig, wenn ich das jetzt so wenig, noch genau, ja. War mir gar nicht so bewusst. Ja. Jetzt haben wir ja alle miteinander nicht unbedingt eine sehr tolle Zeit hinter uns. Wie bist denn du da über die Runden gekommen? Du, Gott sei Dank recht gut. Also was mir natürlich sehr gefehlt hat, ist die Bühne und auch einfach die Regelmäßigkeit im Spielen. Mhm. So habe ich das Gefühl gehabt, sind wir recht gut da durchgekommen. Wir haben es uns gemütlich gemacht zu Hause, so gut als möglich. Und haben uns mit Hirn, auch mit anderen Menschen getroffen natürlich, ja, getestet. Und wenn man das nicht deppert macht, muss man auch nicht auf alles verzichten. Ich finde, wenn man das gescheit macht, dann geht es auch. Aber es sind trotzdem rundherum ganz viele Dinge zu checken gewesen. Und ich merke, diese Zeit hat mich flexibler gemacht. Schon, ne? Ja, also man ist viel wendiger und Veränderungen schrecken einfach nicht mehr so. Du bist ja sehr aktiver Mensch. Das muss ja die irrsinnig blockiert haben, oder? Ja, dass da einfach auch nichts los war, das hat man wirklich, also hat mich runtergefahren, ein bisschen auf Null. Und man hat auch gemerkt, in der Zeit war es für mich auch kaum möglich, irgendwas Kreatives zu schaffen, weil der Input gefehlt hat. Ne? Weil das lebt einfach von der Interaktion mit den Menschen und wenn das wegfällt, dann ist das natürlich halt entsprechend mau. Olli und mein Mann, der zeigt allen seine alten Zaubertricks, von denen er aber nimmer weiß, wie es ging. Er ist für sein Alter super beieinander, aber er hat 3 Probleme.
Vergesslichkeit, Dings und das andere. Aber er zaubert gern. Deshalb nennen ihn alle liebevoll The Mentalist. Ja. Mhm. Für alle, die dich heute nicht sehen konnten, wie geht es bei dir jetzt weiter? Ja, bei mir geht es jetzt so weiter. Ich habe jetzt morgen noch eine Vorpremiere hier im Theater Center Forum und dann ist am 28., 29. und 30. Jänner im Orpheum. Im Orpheum. Jetzt habe ich es gegendert, gell? Ja, genau. Im Orpheum ein 3-Tages-Premieren-Festival. Und dann bin ich eigentlich die Woche drauf gleich im Baden, im Casino. Ja, dann geht es flockig weiter. Meine Termine auf der Homepage und ja, schön. Kann man sagen, du gibst Vollgas jetzt. Ich gebe jetzt Vollgas, immer wenn es geht, ja. Super, tolles Programm, auf jeden Fall sehenswert und es macht sogar ein bisschen zum Nachdenken, regt es ein bisschen an, gell? Ja, absolut. Also ich arbeite mir da so auch ein bisschen die ganzen Selbsterkenntnisse der letzten 2 bis 3 Jahre ab, weil ich einfach auch gemerkt habe, durch diese Ruhe, dass ich über Sachen nachdenken kann, das wäre im Trott oder im Hamsterrad sonst nicht möglich gewesen. Ja? Also, nachdem alles auf Null runtergefahren war, haben sich da auch Gedanken irgendwie aufgetan und Reflexionsmöglichkeiten und das fließt immer mein Programm, sowas. Das immer doch, du sprichst uns bei vielen Dingen aus der Seele. Das freut mich, das ist immer das Ziel, wenn ich das Gefühl habe, da fühlen sich Menschen verstanden und abgeholt. Das war der Plan. Dann bleibt mir Nummer eins. Alles Gute zu wünschen, danke, dass wir jetzt nicht wieder blockiert werden, sondern dass wir jetzt Vollgas geben können. Ne? Genau, so machen wir das. Dankeschön. Okay, danke. TV 21 Austria. Einfach anders.